Einen wunderschönen, besinnlichen dritten Advent wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es um Tischdekoration gehen, was Weihnachten, Heiligabend anbelangt. Ich habe so ein paar Tipps gesammelt und Sachen, die ich auch schon länger so dekoriere. Und ich dachte, ich packe das zusammen in ein Video. Und ja, ich liebe Dekorieren und deswegen, weil es kein Winter- und Weihnachtsdekoriervideo gab, dachte ich mir, mache ich ein Tischdekorationsvideo. Selbstverständlich wird es auch in diesem Video wieder einen Gewinn geben, den ich euch im Anschluss zu diesem Intro noch einblende. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir eine Videofrage zu beantworten, die lautet: Wo verbringt ihr Weihnachten? Seid ihr viel unterwegs oder seid ihr eher zu Hause? Kommt die Verwandtschaft zu euch? Wohnt ihr vielleicht auch weiter weg und müsst vielleicht weiterfahren, weil ihr irgendwo weiter weg studiert oder arbeitet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und mit diesem Kommentar nehmt ihr dann teil an meiner Verlosung. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video und im Anschluss blende ich euch natürlich noch den Gewinner von letzter Woche, also vom zweiten Advent, ein. Ich wünsche allen Teilnehmern ganz viel Glück und jetzt viel Spaß beim Video. Zu gewinnen wird es heute geben von The Body Shop hier so einen Puff zum Duschen, dann von Revive the Loop ein Micellenwasser für normale und Mischhaut, dann habe ich von Dr. Scheller eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme, dann von Avon hier ein Gesichtswasser. Das ist für unreine Haut. Dann habe ich von Essence eine Handcreme in wunderschönem Design. Und von Shiseido hier noch zwei Sachen. Einmal aus der Ibuki-Reihe. So ein Softening-Konzentrat und eine reichhaltige Creme. Und genau, das gibt es heute zu gewinnen. My heart weighs a ton, a desolate fool on the run. No shaking what I've become. And I am losing you with everything that I do. Losing the one thing I knew. The leaves rustle and breathe, amber all burns free. Fall from the strongest of trees. And I am losing you with everything that I do. Losing you. And you fade away with every step that I make. My greatest mistake. I know this is my fault. Remember the story you told, the one about growing old. And I cannot allow. Thank you.
ich finde, da sind richtig coole Ideen dabei. Man kann variieren und ein bisschen basteln und ein bisschen dekorieren. Und auch, man muss nicht alles kaufen. Manche Sachen hat man ja sowieso zu Hause, denke ich mal. Und von daher ja, finde ich das richtig, richtig coole Ideen. Dann gratulieren darf ich Sophia Hübner zum Gewinn vom zweiten Advent. Ich blende es gerade mal hier ein. Liebe Sophia Hübner, bitte schreibt mir in bitte schreibt mir an diese E-Mail-Adresse hier, ja, hallo hier, ich habe es gesehen und das wird innerhalb von den nächsten 3 Tagen. Das wäre super, weil anders muss ich neu auslosen. Einen herzlichen Glückwunsch an dich und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!